Heute möchte ich dir zeigen, wie man mit Hilfe von GeoGebra einige der Beispiele aus unserem Mathebuch lösen kann. Ich nehme jetzt als Beispiel die Nummer 2.61c auf der Seite 32. 2.61c. Beim Starten von GeoGebra wähle ich gleich mal zusätzlich den CRS-Teil aus. Also ich habe hier den Grafikteil, ich habe hier den CRS-Teil. Beim Grafikteil stelle ich mir, weil ich das so ganz gern habe, gleich wieder das Raster ein. Und das Beispiel, das ich rechne, ist das Beispiel 2.61c. Man kann in CRS-Teil auch ganz nett Beschriftungen machen. Ich gehe jetzt da mit der rechten Maustaste her und sage, das ist jetzt nur ein Textfeld. Hallo? Textfeld? Na gut, okay. Eigentlich? Gut, okay, ich muss einmal bestätigen. Dann macht er hier oben keine zweite Zeile, sondern er geht gleich jetzt runter in den zweiten Abschnitt. Gut, ich gebe mal die Angabe ein. Die Angabe heißt f von x. Achtung, wir sind im CRS-Teil. Doppelpunkt ist gleich 1/6 mal x. Mal, ich gebe statt dem Mal immer das Leerzeichen ein, das ist einfacher zu erreichen als das Sternchen, zumindest für mich hier. Und in der Klammer steht 2x² plus 3x plus 18. Das ist jetzt mal die Angabe. Mit dieser Angabe möchte ich vorläufig noch nichts machen, deswegen hier nur das Häkchen anklicken. Du siehst, die Teile in GeoGebra verknüpfen sich sehr schön. Du hast hier sofort im Grafikteil den Graphen, der gezeichnet wird. So, und jetzt steht, man soll diejenigen Stellen auf dem Graphen finden, wo die Steigung 5 ist. Das bedeutet, ich muss mir zuerst die Formel für die Steigung ausrechnen, also f' von x. Und dieses f' von x muss ich 5 setzen, weil ich suche ja die Steigung 5, also Formel ausrechnen ist gleich 5 setzen und dann das x ausrechnen. Und das geht in GeoGebra mit einem einzigen Arbeitsschritt, nämlich ich sage, er soll eine Gleichung lösen und die Gleichung lautet f' von x ist gleich 5. Das gebe ich genau so ein, also löse die Gleichung f' von x, also sprich Steigung, ist gleich 5. Und ich nehme hier gleich den Taschenrechnermodus und bekomme sofort zwei Lösungen, nämlich an der Stelle x ist gleich minus 2 und an der Stelle x ist gleich plus 1 ist die Steigung 5. So einfach ist das.